Sind unsere Flughäfen hier in Deutschland vielleicht überlastet, einfach zu voll? Ist vielleicht eine Frage, die man sich nach diesem Chaos-Sommer durchaus mal stellen könnte. Ich meine, versteht mich nicht falsch, man braucht vielleicht jetzt nicht an deutschen Flughäfen eine Revolution. Da läuft ja schon vieles besser als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Aber gerade nach diesem Sommer kann man sich ja mal Gedanken machen, man kann Bilanz ziehen. Es gibt immer Verbesserungspotenzial und darüber lasst uns mal ein bisschen sprechen. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und egal über welchen interessanten deutschen Flughafen wir sprechen. Und dabei geht es jetzt nicht um die Flughäfen, die für Passagiere besonders interessant sind, sondern um die Airports, die für die Fluggesellschaften attraktiv sind. Egal über welchen Flughafen wir da sprechen und egal wie hart dieser Sommer war oder der letzte oder wie auch immer, es wird immer, wenn auch manchmal nur ein geringer, ein Wachstumskurs gefahren. Die Kapazitäten an deutschen Flughäfen werden immer weiter ausgenutzt. Es wird sich darum gekümmert, dass effizienter gearbeitet wird und schlichtweg am Ende des Jahres mehr Passagiere abgefertigt werden können als noch das Jahr davor. Außer vielleicht am internationalen Flughafen von Kassel, aber es sollte ja auch um die Flughäfen gehen, die für Fluggesellschaften attraktiv sind. Versteht mich bitte nicht falsch, bevor ihr einen bösen Kommentar schreibt, ist natürlich alles nur Spaß. Der Flughafen Kassel ist ein sehr passagierfreundlicher Flughafen, aber muss man schon zugeben, der erhoffte Ansturm an Fluggesellschaften, der ist da leider ausgeblieben. Aber wie dem auch sei, es gibt in Deutschland auf jeden Fall eine ganze Menge Flughäfen, die wachsen. In der Anzahl der abgefertigten Passagiere am Ende des Jahres. Und das sind in Deutschland seit einigen Jahrzehnten schon vor allem die größten Airports, die hier immer weiter wachsen. Kleinere Flughäfen haben es da zunehmend schwer. Unterm Strich lässt sich aber ohne Zweifel sagen, der zivile Luftverkehr in Deutschland nimmt Jahr für Jahr immer weiter zu und folgt damit auch dem internationalen Trend, den man überall so beobachten kann. Und jetzt hatten wir im vergangenen Jahr, in den vergangenen 12 Monaten ungefähr, eine ziemlich besondere Situation, vor allem hier in Deutschland. Ihr wisst alle, was passiert ist. Die zweitgrößte bzw. die ehemals zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft ist vom Markt verschwunden und hat eine ganze Menge ziemlich interessante Strecken freigegeben. Und ihr wisst auch, was dann passiert ist. Die freigewordenen wertvollen Slots wurden an andere Fluggesellschaften verteilt. Andere Airlines haben die ehemaligen Strecken der Air Berlin übernommen und haben natürlich auch die ehemaligen Flugzeuge der Air Berlin in ihre Flotten integriert. Eurowings hat am meisten davon bekommen. Laudamotion fliegt schon seit immer in gefühlt voller Air Berlin Bemalung rum. TuiFly bekommt seine Flugzeuge zurück oder fliegt damit für Eurowings oder wie auch immer. Es ist ein riesiges Durcheinander, ein absolutes Chaos, was schon seit Monaten genau so ist und sich gefühlt auch nicht verändert. Aber wir haben auch schon tausendmal darüber gesprochen. Wir müssen das nicht alles jetzt noch einmal durchkauen. Aber ich fasse es immer mal wieder gerne mit dem Beispiel zusammen, dass ihr zum aktuellen Zeitpunkt einen Flug bei Eurowings auf der Eurowings Internetseite buchen könnt mit einer Eurowings Flugnummer. Und dann in einer in Air Berlin farben lackierten Boeing 737 der TuiFly fliegen könnt. Ja. Was da jetzt die ganzen vergangenen Monate alles so im Hintergrund bei den Fluggesellschaften abging, das bekommen wir, glaube ich, gar nicht so mit. Das können wir gar nicht richtig nachempfinden. Eine Lufthansa geht daran, an diesem Chaos im Sommer, nicht zugrunde. Eine Condor genauso wenig. Das sind große Fluggesellschaften, die schon seit Ewigkeiten bestehen. Und die haben, wenn auch mit Problemen, die Mittel, das Ganze aufzufangen. Aber eine Small Planet Deutschland oder eine Azur Air, die übersteht sowas nicht so leicht. Und ich glaube, wir unterschätzen das ganz schnell mal. Was für den Passagier am Ende des Tages eine 4 oder 5 Stunden Verspätung ist, das häuft sich bei der Fluggesellschaft in so großer Form diesen Sommer an, dass eine kleine Airline, die nicht die Mittel hat, das Ganze aufzufangen, dass der tatsächlich dabei das Genick gebrochen wird und sie vom Markt verschwinden muss. Und wie gesagt, die größte deutsche Airline geht mit ihren Tochterfluggesellschaften damit nicht zugrunde. Ja, aber gerade bei Eurowings, die halt eben den größten Teil aus der Air Berlin-Masse übernommen haben, gab es massive Probleme. Und auch die sind sicherlich nicht zu unterschätzen und es hagelte schlechte Kundenrezensionen. Und das sind Probleme, die man sicherlich lösen sollte. Ursache war oft, man hat mehr Slots übernommen, als man eigentlich zu dem aktuellen Zeitpunkt mit seiner Flugzeugflotte bedienen konnte. Was wiederum dadurch zu begründen ist, dass die Übernahme aller Flugzeuge, die man von Air Berlin übernehmen wollte, gut ein Jahr gedauert hat. Also Eurowings hat erst das letzte von Air Berlin übernommene Flugzeug vor gut 1-2 Monaten in ihre Flotte integrieren können, weil es halt eben beim Luftfahrtbundesamt bei der Zulassung, bei der Übernahme alles ein bisschen gedauert hat. Die Slots, die man aber übernommen hatte, die wollten natürlich von Anfang an bedient werden. Und spätestens an dieser Stelle und für den weiteren Verlauf des Videos ist es, glaube ich, mal ganz interessant, sich mit dem Wort Slot ein bisschen mehr auseinanderzusetzen und mal versuchen, das Ganze zu verstehen. Weil dieses Wort Slots, das wird ja in jedem Artikel, der im Zusammenhang steht mit der Air Berlin-Pleite, als das einzig Wertvolle bezeichnet, was überhaupt von dieser
dieser zweitgrößten deutschen Fluggesellschaft übrig geblieben ist. Deswegen lasst uns mal ein bisschen darüber quatschen. Ein Slot ist dabei erst einmal nicht wirklich viel mehr als ein kurzes Zeitfenster, in dem eine Fluggesellschaft an einem Flughafen ein Flugzeug starten oder landen lassen darf und kann. Und diese Slots werden natürlich erst dann wirklich wertvoll, wenn man sie an Flughäfen hat, an denen auch ein bisschen was los ist. Weil an Airports, wo doof gesagt eh niemand hin will, hat da jemand Kassel gesagt? Ja, danke. Naja, auf jeden Fall an diesen Flughäfen, da ist es dann eher so, dass die Fluggesellschaft sagt, wann sie mit ihrem Flugzeug wohin fliegen möchte und wie lange sie am Flughafen bleibt und was sie da benötigt, und dann bekommen die das und dann ist das gut. Aber an Flughäfen wie Frankfurt, München, Düsseldorf oder Hamburg, da sieht das natürlich alles ein bisschen anders aus. Die Flughäfen sind ausgelastet und ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus möchte. Jetzt hat natürlich jeder internationale Flughafen hier in Deutschland eine bestimmte Anzahl an Slots zur Verfügung, die halt eben von seiner Kapazität abhängen, was wiederum von seiner Ausstattung, von der Anzahl an Start- und Landebahnen, von der Anzahl an Flughafengebäuden, an Terminals abhängt, wie auch immer. Bedeutet zum Beispiel, nur mal so, um das zu anschaulich zu machen, wenn der Flughafen Frankfurt jetzt demnächst irgendwann sein neues Terminal eröffnet, dann erhöht sich seine Kapazität und er kann mehr Slots anbieten. Da spielen natürlich noch eine ganze Menge an weiteren Faktoren rein, aber einfach gesagt funktioniert das so. Und genau aus dem Grund, weil das eben bei den eben genannten großen Flughäfen so aussieht und Stuttgart und die beiden Flughäfen in Berlin gehören, soweit ich weiß, auch noch dazu, diese Flughäfen sind, so nennt man das, koordiniert. So heißt das, und das bedeutet erst einmal für uns jetzt nicht viel mehr, als dass sich da jemand Gedanken über das Thema Slots macht. Denn ab und zu ist da mal ein bisschen mehr los. Richtwert für die zu vergebenden Slots an einem solchen Flughafen sind dabei die sogenannten Koordinierungseckwerte. Damit bezeichnet man schlicht und einfach die maximale Anzahl an Starts und Landungen, die innerhalb einer Stunde an einem entsprechenden Flughafen geplant werden dürfen. Am größten deutschen Flughafen, also am Flughafen Frankfurt, liegt dieser Wert aktuell bei 104 Starts und Landungen pro Stunde. Und die Macht über das Ganze, die Macht über die Slotvergabe und viel wichtiger eigentlich ein Auge darauf, hat der sogenannte Flughafenkoordinator. Das ist sein Job, sich darum zu kümmern, dass das da alles so funktioniert, wie man sich das irgendwann mal gedacht hat. Der kümmert sich um die eben genannten koordinierten Flughäfen in Deutschland und um noch ein paar andere internationale Verkehrsflughäfen hier in Deutschland. Insgesamt sind das, glaube ich, 16. Und zum Beispiel sind Köln oder Nürnberg und so, die sind da auch noch alle mit drin. Und jetzt ist natürlich unschwer zu erkennen, wenn wir uns nochmal um das Thema Air Berlin kümmern, weil daran kann man das jetzt ganz gut sehen und erklären. Die hatten natürlich eine ganze Menge Slots an Flughäfen wie Düsseldorf oder Berlin-Tegel. Das sind zwei der koordinierten Flughäfen in Deutschland. Das bedeutet für uns jetzt erst einmal, diese Slots sind dadurch schon mal begehrt. Und dazu kommt jetzt aber noch, Air Berlin hatte von den sowieso schon wertvollen Slots nochmal die ganz, ganz wertvollen, weil sie hatten Zeitfenster ganz früh morgens und ganz spät abends. Bedeutet, wenn das Nachtflugverbot durch ist, ganz früh morgens gingen erstmal einige Air Berlin-Maschinen raus und ganz spät abends kommen die Dinger wieder zurück. Wenn man seine Flugzeugflotte jetzt so effizient wie möglich einsetzen möchte, ohne das Nachtflugverbot, was an den meisten deutschen Flughäfen mittlerweile gilt, ohne das zu verletzen, dann braucht man genau diese Zeitfenster. Und man kann damit auch eine ganze Menge Geld verdienen, weil auch für die Leute, die Flüge buchen, sind die Zeitfenster ganz früh morgens und ganz spät abends besonders attraktiv. Und jetzt wird es langsam richtig interessant, oder nicht? Also diese sowieso schon sehr, sehr wertvollen Slots, die unterliegen jetzt nochmal sehr strengen Regeln. Und die werden alle mit so fancy englischen Begriffen beschrieben. Zum Beispiel gibt es die Regel, dass wenn man als Fluggesellschaft einen Slot in der vergangenen Slot-Vergabeperiode bekommen hat und die damit zur Verfügung stehenden Start- und Landerechte zu mindestens 80% nutzte, dann darf man den Slot in der nächsten Slot-Vergabeperiode behalten. Das bezeichnet man als Grandfathering. Das ist interessant deswegen, weil das wiederum bedeutet, dass Air Berlin irgendwann mal vor ein paar Jahren wirklich wertvolle Slots an den entsprechenden Flughäfen bekommen hat und die dann auch bedient hat und jahrelang halten konnte. Das heißt, diese Slots waren jahrelang für niemand anderen sichtbar, für niemand anderen überhaupt da. Die waren einfach weg. Air Berlin hatte sie. Mit dem Verschwinden der Air Berlin kommen nun also massig Slots zurück in einen Pool, in einen Vergabepool von Slots. Also eine ganze Menge Slots, die da jahrelang gar nicht drin waren, weil sie jahrelang nicht mehr verfügbar waren. Und dann ist es natürlich extrem wichtig, als Fluggesellschaft, sich diese Slots so schnell wie möglich zu sichern, denn die müssen wieder vergeben werden. Und jetzt denkt wieder an die Regel, wer sie dann erst einmal hat und sie auch mehr oder weniger einigermaßen gut bedienen kann, der kann sie dann ja auch behalten. Ist ja Grandfathering sein gutes Recht. Und schon ist damit erklärt, warum es die letzten 12 Monate so wahnsinnig wichtig war, so viele Slots wie möglich von der Air Berlin zu übernehmen,
obwohl man gar nicht die Flugzeuge dafür auf dem Hof stehen hatte. Und jetzt entsteht natürlich eine Situation, auf dem Papier sind alle Fluggesellschaften, die sich für diese Slots quasi bewerben, sind alle erst einmal gleichberechtigt, aber eine Lufthansa, die gewisse Schwankungen, die ein gewisses Chaos auffangen kann, die damit umgehen kann, weil sie einfach eine riesige Fluggesellschaft ist, die gewisse Mittel zur Verfügung hat, die steht hier, Theorie und Praxis unterscheiden sich da ein bisschen, die steht hier natürlich unterm Strich deutlich besser da als kleinere Airlines. Und damit man jetzt eben genau nicht 96% aller Marktanteile auf innerdeutschen Strecken übernehmen kann, weil genau diese Zahl ist bei einer Rechnung des DLR rausgekommen, wenn die Lufthansa all die Strecken übernommen hätte, all die Slots übernommen hätte, die sie von Anfang an hätten übernehmen wollen, ja, denn deswegen schaut dann nochmal ein Wettbewerbshüter drauf, der dann guckt, dass so ein paar Sachen anders geregelt werden und die Slots dementsprechend an die anderen Fluggesellschaften verteilt werden. So, und ich glaube, das waren jetzt schon mal einige essentiell wichtige Informationen, um mal so ein bisschen genauer zu verstehen, warum das luftfahrttechnisch in Deutschland in den letzten Monaten so abging. Ja, aber es wird ja auch nur langsam besser. Und jetzt an dieser Stelle meldet sich der Lufthansa-Chef Carsten Spohr zu Wort. Keine Frage, die Lufthansa ist als größte deutsche Fluggesellschaft schon mal sehr, sehr mächtig, wenn es um die deutsche Luftfahrt geht. Sie ist aber durch die Air Berlin-Pleite nochmal eine ganze Ecke mächtiger geworden. Es ist auch gut, also verstehe mich da nicht falsch, es ist gut, dass die Lufthansa mächtig und stark ist, ja, keine Frage. Aber man kann sich natürlich darüber streiten, wie mächtig und stark die Lufthansa überhaupt noch werden soll oder werden darf. Also, unterm Strich, nach der Air Berlin-Pleite ist die Lufthansa mächtiger daraus hervorgegangen. Ja, und das bedeutet wiederum, dass die Lufthansa durchaus so ein bisschen dafür sorgen kann, ob die Kapazitäten an einem bestimmten Flughafen, ob die erweitert werden müssen, ob der Flughafen ja weiter zulegt, weiter einen Wachstumskurs fährt oder ob er ein bisschen abbauen muss. Stichwort Verschieben von Kapazitäten von Frankfurt nach München. Das klingt schon mal nach Streit und der erreicht jetzt mittlerweile eine neue Runde, denn Lufthansa-Chef Carsten Spohr fordert ganz klar, dass die Eckwerte, die ich euch eben noch vor ein paar Minuten erklärt habe, dass diese Eckwerte ein bisschen zurückgenommen werden, dass die Anzahl an möglichen geplanten Starts und Landungen pro Stunde an einem bestimmten Flughafen, dass diese Anzahl ein bisschen reduziert wird, damit man das Chaos zumindest an den bestimmten Flughäfen, er spricht hier von Flughäfen, die seiner Meinung nach über dem Limit arbeiten, dabei geht es um Frankfurt, München, Düsseldorf und den Flughafen Berlin-Tegel. Er möchte, dass die Anzahl reduziert wird, damit das ganze Chaos, was man jetzt diesen Sommer hatte, eben nicht weitergeht. Und um das Ganze jetzt langsam endlich mal in den Griff zu kriegen, müsse man jetzt an dieser Stelle handeln. Und ihr erinnert euch vielleicht noch, wir haben eben einmal kurz über den Flughafen Frankfurt gesprochen, da sind 104 Starts und Landungen pro Stunde erlaubt. Man fordert jetzt eine Begrenzung auf 102. Was jetzt erstmal nicht wahnsinnig viel klingt, sich auf den ganzen Tag, auf den ganzen Monat aber natürlich schon ganz deutlich auswirkt. Und in München fordert man eine Reduzierung von 90 auf 88. Ja, und ist das jetzt nachvollziehbar oder ist es vielleicht einfach ein taktisch sehr klug gespieltes Spiel? Denn die Slots, die man von der Air Berlin als Lufthansa Group übernehmen wollte, die hat man jetzt bekommen. Und man hat sie auch alle mittlerweile. Und man hat ja auch die Flugzeuge, die man von Air Berlin übernehmen wollte als Lufthansa Group, die hat man mittlerweile auch alle übernommen und eingeflottet. Ich meine, ist schon interessant, dass man jetzt mit dem Thema Slots, dass man da jetzt drauf kommt. Ne? Also. Und ihr erinnert euch ja auch noch an die Regel, die ich eben genannt habe. Man darf die Slots ja auch behalten, wenn man sie denn einigermaßen gut bedienen kann. Warum den Flughafen also nicht jetzt, bester Zeitpunkt eigentlich, in seine Schranken weisen und mal sagen, dass man hier und da vielleicht mal ein bisschen reduzieren sollte? Lufthansa selbst kann an dieser Stelle ja eigentlich nur noch davon profitieren, wenn an einem Flughafen ein bisschen weniger los ist. Denn natürlich, die Airports arbeiten ganz geldgierig über ihrem Limit und Passagiere und Fluggesellschaften müssen darunter leiden. Das ist die eine Ansichtsweise. Die Flughäfen sagen jetzt, die Fluggesellschaften kriegen das nicht richtig auf die Kette und damit sind wir endlich wieder im altbekannten Kindergarten. Damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen dabei. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung zu dem Thema und ob ihr die Ansichten von Carsten Spohr nachvollziehen könnt, ob ihr das teilt, ob ihr gleicher Ansicht seid und das verstehen könnt oder ob ihr sagt, der ist einfach nur ein bisschen clever und erzählt natürlich jetzt eine ganze Menge Stuss. Da bin ich sehr gespannt, was ihr dazu in die Kommentare schreibt und sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Schaut auch gerne mal im Aero News Germany Forum vorbei. Wir arbeiten mittlerweile übrigens auch tatkräftig an einer App, weil das habt ihr euch ja gewünscht. Das war vielen von euch sehr, sehr wichtig, dass da demnächst nochmal eine App kommt. Das versuchen wir so schnell wie möglich umzusetzen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.